Oh, die letzten Tage waren wieder so super anstrengend. Die meiste Zeit hat es wirklich geregnet oder gehagelt. Wie man hören kann, vielleicht regnet es auch jetzt. Deswegen haben wir uns entschieden, super weit zu fahren. Wir sind jetzt schon ungefähr 200 Kilometer weiter die Küste entlang gefahren. Und weil es sowieso die ganze Zeit regnet, war ich gestern noch im Krankenhaus und habe mich mal durchchecken lassen. Ich habe nämlich seit ein paar Wochen mega die Nackenschmerzen und wollte da auf jeden Fall sicher gehen, dass da nichts gebrochen ist oder dass irgendwie ein Bandscheibenvorfall oder so ist. Deswegen sind wir gestern zu einer Uniklinik gefahren und nachdem wir dann 40 Minuten rumgelaufen sind und von 5 Schwestern zu 5 verschiedenen Orten geschickt worden sind, haben wir dann endlich die Notaufnahme gefunden und nach ein paar Stunden hatte ich auch das Ergebnis. 40 Minuten laufen wir jetzt schon im Krankenhaus rum und jetzt haben wir, glaube ich, den Emergency Room gefunden. Ah, ich hoffe auf jeden Fall, es dauert nicht allzu lang zu warten, aber wahrscheinlich wird es das. 5 Stunden später sind wir jetzt endlich aus dem Krankenhaus raus und die gute Nachricht, es ist nichts gebrochen oder so. Der Arzt hat einen Röntgen von meiner Wirbelsäule gemacht und es schaut alles gut aus. Ich soll jetzt so entzündungshemmende Medikamente nehmen, 8 Tage lang und danach sollte es vorbei sein. Nehmen wir mal 8 Tage die Medikamente und schauen dann weiter. Was anderes bleibt mir sowieso nicht übrig. Ja, es ist alles gut mit mir, es ist Gott sei Dank nichts gebrochen. Ich muss jetzt einfach ein paar Tage Tabletten nehmen und hoffe, dass die Entzündung dann dadurch weg geht. Und wir sind jetzt wirklich gerade eben an diesem Platz angekommen. Als wir reingefahren sind, ist hinter uns die Polizei direkt hingefahren und hat auch gemeint, dass man hier leider nicht die Nacht stehen darf. Aber es ist unglaublich schön. Wir haben hier eine magische Küste auf der Seite und auf der anderen Seite sind die Berge, die Picos de Europa. Es schaut einfach so faszinierend aus. Wenn man in die Richtung schaut, denkt man wirklich, man ist ja in Österreich oder in der Schweiz. Es ist so Wahnsinn. Die Berge sind direkt bei einem und dann schaut mal dahin auf die Seite und hat hier diese roughen Klippen. Das schaut wirklich so nice aus. Der Kontrast einfach. Und ja, wir frühstücken jetzt und hoffen einfach, dass es aufhört zu regnen. Ich meine, wie lang kann es denn durchregnen? Damit wir uns hier wenigstens mal umschauen können, damit wir hier wenigstens mal spazieren können. Ja, bevor wir dann schon wieder weg müssen. Denn wir wurden ja schon weggeschickt, bevor wir überhaupt angekommen sind. Wirklich perfekt. Guten Appetit und lasst dir schmecken. Guten Appetit. Der Regen hat jetzt aufgehört und wir nutzen wirklich jede Sekunde schnell raus, raus, raus. Wir müssen es ausnutzen, Jazz, bevor es wieder anfängt zu regnen. Hier im Norden wechselt das Wetter wirklich alle 10 Minuten. Super strange und man muss wirklich jede Sekunde nutzen. Sonst ist man wirklich verloren. Wir gehen jetzt hier mal eine Runde laufen und schauen uns das Ganze an. Hoffen auf jeden Fall, dass der Regen nicht wieder anfängt. Und danach müssen wir auch schon weiter, weil die Polizei da war und uns weggeschickt hat. Aber schaut euch das mal an. Wir haben hier die fetten Berge. Und hier direkt den Strand und die Klippen. Bin auf jeden Fall mega gespannt hier. Man muss auch sagen, dass es super kalt hier ist, vor allem auch durch den Wind und keine Ahnung. Boah, so kalt war es, glaube ich, den ganzen Winter in Portugal nicht, wie hier in Nordspanien. Boah, es fühlt sich an wie England im Sommer, Leute, ich sag's euch, eiskalt. Oh, aber da hinten die Küste ist so crazy, Freunde. Schaut euch das mal an. Baboom. Und die Berge im Hintergrund. Was für eine Landschaft. Ich glaube, daran kann man sich gar nicht satt sehen, oder? Hier die Küste, hier die Berge. Küste, Berge, Küste, Regen. Es ist auf jeden Fall mega schade, dass wir hier nicht bleiben können. Denn hier gibt es sogar so Feuerstellen überall. Und man hat hier auch wieder so Picknicktische. Das wäre auf jeden Fall so nice, ein Feuer zu machen. Denn Leute, ohne Scheiß, ich zitter richtig. Mir ist so kalt, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt. Mit dem kalten Wind hier auch noch. Kälter als letztes Jahr in Schweden, oder? Genau, so kommt dir nur so vor. Schade, dass wir hier nicht bleiben können, gell? Ja. Schon sehr, sehr schön. Aber die anderen Wohnmobile haben sicher hier geschlafen, oder? Mhm. Die haben gerade einfach nur den falschen Moment erwischt, hierher zu kommen, gell? Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ja. Aber wir finden noch einen schöneren Platz. Wir fahren jetzt noch mal ein kleines Stück weiter, um irgendwo einen Parkplatz zu finden. Ich hoffe, das Ganze geht schnellstmöglich. Wir haben heute schon über 100 Kilometer gemacht und ich habe wirklich gar keine Lust mehr, noch viel länger Auto zu fahren. Ich hoffe auf jeden Fall, wir finden ziemlich schnell einen Parkplatz. Und ab morgen soll das Wetter dann Gott sei Dank wieder besser werden. Da können wir dann vielleicht in die Berge Richtung Picos de Europa. Jetzt aber erstmal raus hier.
geht. Wir hatten jetzt vorhin 10 Minuten Sonne und ich musste das natürlich gleich ausnutzen und bin die Drohne geflogen. Ich finde, auf der Drohne kann man das Ganze nochmal ganz anders erkennen, wie nah hier wirklich die Berge am Meer zusammen sind. Die Aufnahmen sahen wirklich super spektakulär aus und es hat mega Spaß gemacht zu fliegen. Ich glaube, auf den Videos kommt es sonst gar nicht so rüber. Und auch wir waren schon über 2,5 Monate hier in Nordspanien und auch für uns ist noch immer beeindruckend, vor allem auf den Drohnenaufnahmen. Und morgen geht's für uns auch weiter in die Berge, da freue ich mich schon unfassbar. Wir genießen jetzt erstmal was essen und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Sonne nochmal rauskommt. Denn da hinten ziehen auf jeden Fall schon wieder riesige graue Wolken auf uns zu. Das Wetter hier ändert wirklich alle 5 Minuten. Noch nicht mal geschafft, ganz aufzuessen und es regnet schon wieder. Juhu! Die Wolken hier schauen auf jeden Fall nicht so vielversprechend aus. Oh weh, leben im Wohnmobil bei Regen. Es regnet gefühlt seit 2 Monaten durch. Ich kann mich einfach nicht damit abfinden. Im Wohnmobil fällt dann wirklich irgendwann die Decke auf den Kopf. Es ist wirklich keine Frage, ob es passiert, sondern einfach nur, wann es passiert. Und je mehr es regnet und je mehr man wirklich drin ist, desto mehr dreht man durch und muss raus. Ja, deswegen gibt es heute kein Kaffee im Wohnmobil, sondern wir laufen mal in einen Café 10 Minuten am Strand entlang. Das Wetter schaut diesmal wirklich so aus, als ob es uns nicht überraschen würde. In dem Café haben wir dann eine Aussicht aufs Meer. Ja, immer wieder schön rauszukommen, oder? Ja. An so regnerischen Tagen. Hoffentlich lassen sie uns mit Pepper rein. Ja. Boah, was für eine Aussicht. Und an diesem Strand bin ich vorhin die Drohne entlang geflogen. Kein einziger Mensch hier. Denn hier fließt so ein kleiner Fluss dazwischen durch und keiner kommt von diesen auf diesen Strand. Und die Drohnenaufnahmen waren der absolute Hammer. Ist das das Café Jazz? Ja. Boah, mit so einer Aussicht hier auf den Strand. Richtig, richtig geil. Aber das Café ist leider zu, Leute. Schaut euch das an. Off-Season. Leider nicht offen, Jess. Nee. Aber Internetschild ist geöffnet. Naja, ein kleiner Spaziergang. Wir sind jetzt gerade zurück zum Wohnmobil gekommen. Jessie lernt Spanisch. Und die Speicherkarte von der Kamera ist hier gerade vollgegangen. Deswegen muss ich das Ganze hier einmal auf die externe Festplatte kopieren. Und falls die externe Festplatte kaputt ist, kopiere ich das mir hier immer noch auf meinen G-Drive. Das ist eine 5 Terabyte externe Festplatte. Dann habe ich das Ganze nämlich doppelt gesichert, falls eins von beiden kaputt geht. Die hier habe ich meistens immer dabei, egal wo wir sind. Und die hier bleibt im Wohnmobil. Und dann speichere ich drittens das Ganze noch auf so einer Toshiba externen Festplatte, auf so einer günstigen ab. Insgesamt habe ich dann 3-mal die ganzen Daten, die ich noch nicht geschnitten sind. In meinem Fall sind es jetzt 211 GB. Und wenn da einfach irgendwas passieren würde, oh Leute, das könnte ich mir gar nicht erklären. Deswegen gehört das eben auch dazu. Das ist auf jeden Fall der Teil, den man nicht sieht. 211 GB, ungefähr eine Stunde. Vorhin stand ungefähr 2 Stunden da. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Für uns geht's dann zu den Picos de Europa. 2600 Meter hat der höchste Gipfel, also richtig tief in die Berge rein. Bis morgen. So, ist der nächste Tag. Jess, erzähl mal, wie stark es heute Nacht geregnet hat. Wow, es war so extrem laut. Es hat mega stark geregnet und das Ganze aufs Dach. Wir schlafen hier im Alkoven direkt unterm Dach. Es war so unfassbar laut. Aber das Wetter jetzt hat sich geändert und es ist sonnig. Und für uns geht es jetzt in Richtung Picos de Europa. Eigentlich wollten wir ja heute komplett in den Nationalpark. Uns ist aber wieder mal aufgefallen, dass heute Samstag ist. Herzlichen Glückwunsch. Und am Wochenende sind auch alle anderen Spots in Spanien komplett besetzt. Es muss nicht mal ein Nationalpark sein. Und die Picos de Europa ist der meistbesuchte Nationalpark Spaniens. Also könnt ihr euch vorstellen, was da am Wochenende los ist. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, einfach mal loszufahren. Wir müssen auf jeden Fall noch einkaufen und dann versuchen wir so nah wie möglich an den Nationalpark ranzukommen, um dort dann 2 Nächte zu schlafen und am Montag da rein zu starten, denn unter der Woche ist auf jeden Fall viel, viel weniger los. No way, dass hier jetzt Schnee liegt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Der ganze Boden ist eingefroren. Und die Dächer, guck mal. Ist das Schnee oder ist das Wasser? Ich würde schon sagen, das ist schon ein bisschen Schnee noch, ne?
Ja. What? Das ist ein Berg vor uns. No way. Was? Was? Das ist... Alter. Komplett voll mit Schnee. Was ist hier los? Wo sind wir hier gelandet, Jess? Was sind das für Aussichten? Holy, holy Macaroni! Wie kalt ist es? Es geht, es ist nicht kalt, die Sonne scheint. Wir sind jetzt einfach mal an der Straße angehalten. Alter, ohne Scheiß, ich war so lange nicht mehr in so richtig hohen Bergen. Das letzte Mal 3000 in Kolumbien gesehen, glaube ich. Aber oh, schaut euch das mal im Hintergrund an. Alter Schwede, das ist doch nicht normal. Schaut euch mal die Aussicht an. Das ist auf jeden Fall nicht umsonst Spaniens beliebtester und bekanntester Nationalpark. Und hier ist einfach noch alles voll mit Schnee. Das ist so unfassbar. Das letzte Mal waren wir ja im Oktober hier und ich habe geschaut, -7 Grad im Oktober gehabt, deswegen haben wir uns entschieden, nicht hierher zu fahren. Aber ich glaube, hier ist wirklich das ganze Jahr irgendwie kalt. Die Aussicht spricht für sich, würde ich sagen. Oh Leute, ich kann euch gar nicht beschreiben, wie unfassbar dieser Flug gerade war. Wirklich bis da hinten in die Berge rein. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein unfassbares Danke an jeden sagen, der hier eine Spende für die Drohne dagelassen hat. Es macht so unfassbar Spaß und ich habe damit ja schon solche geilen Aufnahmen rausgehauen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen von euch. Muah. Jede Abbiegung, die man nimmt, wird es wirklich noch geiler und geiler. Geht einfach eine Wand 1000, 2000 Meter hoch vor uns. So crazy. Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt auch unseren Stellplatz fürs Wochenende gefunden. Falls uns keiner hier verschickt, ist es wirklich ein paradiesischer Ort. Hier ist so ein kleiner Picknicktisch und wir sind ganz in der Nähe vom Nationalpark. Von hier können wir dann am Montag in 10 Minuten reinfahren. Das heißt, wir können auch gleich früh aufstehen und direkt rein. Und wow, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, Freunde. Aber wenn ich mich gleich umdrehe und euch diese Aussicht zeige... Oh. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Boom! Wir haben hier die komplette Bergkette. Und so schaut das Ganze reingezoomt aus. Wow! Ich denke, das ist ein Platz, auf dem man es wirklich 2 Tage lang aushalten kann, Freunde. Ja, und ihr könnt euch schon mal einstimmen, was in den nächsten Episoden auf euch zukommt. Ich bin einfach nur unfassbar glücklich, hier zu sein. Es ist so wunderschön, da kreist auch noch ein Vogel. Die nächsten 2 Tage werde ich auf jeden Fall ein paar geile Zeitraffer hier machen. Mit den Wolken über den Bergen wird es so unfassbar gut ausschauen. Da hinten haben wir auch noch einen anderen Peak dieser Seite. Oh,
es schaut wirklich auf jeder Seite crazy aus. Und ich glaube, wenn die Wolken wegziehen, dann könnten uns auch noch einige Überraschungen hier erwarten. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit dem Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert das Video. Abonniert auf jeden Fall, um die nächsten Videos hier in den Bergen nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao. So geil hier, oder? Ja, Wahnsinn. Peppa? Crazy. Gefällt's dir auch? Ja. Ja, gell? Papa wackelt. Ich meine, schaut euch das doch einfach mal an. Normal, Peppa, da kannst du mir erzählen, was willst, aber normal ist das nicht.